Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist die Abby. Ja, wir machen heute mal etwas ganz Tolles. Und zwar, ja, wir sehen ja hier noch komplett standardmäßig aus. Und ja, das sieht nicht so cool aus. Halt so ein Einheitsbrei, sage ich jetzt mal. Und ja, ich möchte heute mal endlich für meinen Charakter Haare kaufen, ein Outfit kaufen und für das Pferd Ausrüstung kaufen und so weiter und so fort. Wir machen jetzt hier ein großes Umstyling. Und ich bin super, super gespannt, was es da jetzt so ja, zu entdecken gibt, was für Haare es gibt und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dieser Alicia Online-Folge und ja, es geht los. So, okay, also ich würde sagen, ups, ich stelle mich mal hier so her, sieht doch schick aus. Ja, ich würde sagen, wir gehen in den, ja, in den Shop hier rein. Also hier unten bei Artikel kann man da klicken. Da steht ja hier mein Pferd und da kann man hier für den Charakter, nee, Moment, Quatsch, das war falsch. Entschuldigung, ich wollte auf Laden gehen und nicht auf Artikel. Ja, also auf Laden gehen, um was zu kaufen. Artikel ist dann das Inventar. Ja, ich habe mich einfach ein bisschen vertan gerade. Ja, und was ich euch sagen möchte ist, wir haben hier unten so eine Art Warenkorb. Wenn wir uns jetzt hier was aussuchen, erscheint das hier unten und können das mit einmal kaufen. Das ist genau diese Funktion, die ich in Star Stable vermisse im Global Shop. Genau das ist das, was ich vermisse, wo ich dann insgesamt den Preis sehe, wo ich alles sehe, was ich mir jetzt ausgewählt habe und das mit einmal, mit einem Klick alles kaufen kann. Ja, ganz ehrlich, ihr Lieben, ich finde bestimmte Sachen hier in dem Spiel einfach viel, viel cooler als bei Star Stable leider, weil ich weiß nicht, die kriegen das für umsonst, denn die kriegen nicht mal Geld dafür und kriegen sowas Cooles halt hin. Das verstehe ich halt dann irgendwie nicht, ja, weil obwohl Star Stable bekommt Geld dafür sogar und die kriegen dann sowas halt scheinbar nicht hin. Ich weiß es nicht. Ja, aber nicht, keine Sorge, ich mag trotzdem Star Stable, klar, aber es ist halt, bestimmte Sachen verstehe ich halt einfach nicht, ja. So, okay, ich würde sagen, wir starten mal mit den Haaren. Weil wir hatten ja die Geschenke geöffnet und haben jetzt hier ganz, ganz viele Edelsteine bekommen. Und da können wir nämlich auch coole Haare hier kaufen mit Edelstein und so. Ja, und ich hatte mir schon mal welche ausgesucht. Man könnte jetzt auch die nehmen. Also ich kaufe auf jeden Fall Haare für Edelsteine, ist klar. Ja, also ich finde die alle richtig cool, die Haare. Ich finde, man kann das auch nicht so. Man kann sich so schlecht entscheiden. Und wisst ihr, was mir hier auch gerade auffällt? Schaut mal, wie schön sich diese Haare bewegen. Ja, in Star Stable, da haben wir das eben alles ganz steil. Ja, ich find das schade. Ja, guckt mal, wie sich das bewegt. Ja, das ist eben das, was ich eben irgendwie vermisse bei Star Stable. So, hier haben wir rote Haare, sehr schön. Gut, hier haben wir. Also, ich möchte erstmal kurz die Haare hier so durchgehen. Ach, das sieht mir auch süß aus hier, ehrlich gesagt, mit den roten Augen hier. Total niedlich. Und so, hier haben wir noch diese Haare hier. Guck mal, wie sich das bewegt hier hinten. Warum geht denn das nicht in Star Stable? Ich möchte, dass das in Star Stable auch so ist. Ja, hier sind kurze Haare. Also, kurze möchte ich auf jeden Fall nicht haben, obwohl die auch ziemlich süß aussehen. Auch vor allem diese hier, das sieht ja süß aus, oder? Kann man auch alles mit Edelstein kaufen. Diese sind leider dann noch gesperrt. Ja, das sind halt dann noch so kürzere. Oh, die finde ich auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, die können wir eh nicht nehmen hier. Ah, das finde ich auch süß hier mit der Schleife da oben. Ach, echt schön. Ich finde es echt schön gestaltet, muss ich sagen. Also wirklich, also ich finde es wirklich schön gestaltet, ja. So, da, hier ist okay, das, wie das wackelt. Ja, sehr schön. Was haben wir hier noch so? Gut. Okay, ich würde sagen, ich entscheide mich für diese Haare, weil das erinnert mich so ein bisschen an meine Figur in Star Stable irgendwie, weil die sind halt rot. Also es ist halt so ein Rotton. Es war eher orange, aber es ist für mich halt so ein Rotton. Und ich finde, das passt zu den Augen ganz gut. So, okay, dann machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch so Zubehör? Oh, hier gibt es auch noch Masken. Ach, ja, schön. Und eine coole Brille. Hier haben wir noch Ohrringe. Hier haben wir noch sowas hier. Aber ich glaube, das Zubehör machen wir erstmal später. Wir machen vielleicht erstmal hier weiter bei dem Charakter bei Hüter. Ach, ich möchte jetzt auch nicht nur Edelsteine ausgeben, weil das kostet ja jetzt schon 3500 Edelsteine. Wir haben 14.100. Ich hatte vorher schon mal so ein bisschen bei den Hüten geguckt. Mir gefällt ehrlich gesagt dieser Hut hier ziemlich cool. Weil ihr kennt ja,
Ihr kennt ja meine Figur in Star Stable, dass ich da immer so ein bisschen eher sportlicher, ja, eher sportlich. Also ich bin auch im echten Leben eher so lässig, würde ich sagen. Sportlich eher so, ja, ich würde schon eher das als sportlich, lässig sowas so bezeichnen. Genau, und deswegen passt das. Ich finde übrigens auch diese Mütze hier cool. Aber ich möchte jetzt nicht so viele Edelsteine ausgeben. Deswegen, ich möchte gern diese Mütze nehmen. Ich finde das schön. Ich finde das richtig schön. So, dann machen wir mal bei Kleider. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Kleid nehme. Weil ich glaube, das passt vielleicht nicht so. Sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und das ist wirklich sehr, sehr extravagant. Nee, nicht extravagant. Ja, ich wollte sagen pompös. Ich wollte sagen pompös. Genau. Und die gibt es auch alle hier mit Edelsteinen. Auch das finde ich echt süß. Aber irgendwie ist es nicht so meins. Ich bin nicht so der Kleiderfan, ehrlich gesagt. So, hier haben wir noch so Oberteile. Schauen wir mal. Die können wir eh nicht nehmen. Hier das alles noch gesperrt. Ich bin dann eher für sowas hier. Aber das wird es wohl auch nicht werden. Ich weiß es nicht. Das sieht alles so schön aus. Schaut mal, wie schön das alles so verarbeitet wurde. Ah ja, ich finde es einfach toll. Das ist sehr, sehr edel hier. Aber es ist halt, sieht richtig klasse aus. Wirklich. Aber es ist halt nicht so mein Stil, ne? Aber wir haben hier unten sogar noch. Ah, wartet mal, ich schaue es mal hier. Das finde ich auch richtig cool. Aber da gibt es noch so eine Hose dazu. Wartet mal, ich kann ja mal ganz kurz euch die Hose zeigen. Zwar, ich hätte gern diese Hose. Gibt es aber erst auf Stufe 30. Das heben wir uns dann auf und man bekommt sie sogar für Karotten. Also diese Hose ist mein absolutes Ziel. Ich finde das so cool und das wäre dann auch eher so der Stil, den ich halt so verfolge, sage ich mal. Aber schade, dass man die noch nicht bekommt. Ja, aber jetzt gucken wir mal bei Oberteilen weiter. Wie gesagt, das sieht auch nicht schlecht aus, aber ich tendiere eher zu dem hier, weil das passt zu dem Rosa ganz gut. Ich glaube, ich nehme das. Ja, ich finde eben auch, dass die Hose hier auch schon ziemlich gut dazu passt. Aber wie gesagt, die Hose können wir leider noch nicht nehmen. Deswegen müssen wir uns hier irgendwas anderes überlegen. Oh Gott, das passt ja überhaupt nicht dazu. Das könnte ganz gut passen, oder? Weil ich finde, sie hat ja hier an den. Ach, das gehört, glaube ich, dazu. Ey, das gehört dazu. Oh doch, das gehört doch tatsächlich dazu. Weil wir haben ja hier diese rosa Schleife und diese Handschuhe in diesem Pastell-Lila-Ton. Und das finden wir eben auch in dem Unterteil hier wieder. Tatsächlich. Obwohl, das sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus. Tja, was macht man jetzt? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Aber eigentlich wollte ich halt nicht unbedingt einen Rock. Ich weiß nicht, bin halt mehr so für Hosen, sag ich mal. Und das sieht auch ziemlich cool aus. Aber man muss ja nicht. Also ich bin der Meinung, man muss es ja nicht unbedingt so machen, dass es eben dann so zusammengehört. Aber die kosten leider Edelsteine, sehe ich gerade. Nee, ich möchte nicht die ganzen Edelsteine jetzt ausgeben. Das sieht alles ziemlich cool aus. Also ich finde, das hat trotzdem was, auch wenn das jetzt ziemlich vereinfacht ist. Oh Gott, das ist ja mal was komplett anderes. Also bleibt immer noch die Auswahl zwischen dem und zwischen dem. Ich bin nicht so der Rock- und Kleider-Fan irgendwie. Ich finde das hier ziemlich cool. Soll ich vielleicht das nehmen? Ich glaube, ich nehme das. Ich meine, man kann ja den hier immer noch nehmen. Ach, schaut mal hier, das finde ich auch ziemlich cool. Obwohl das halt dazugehört. Ach, das ist gar nicht so einfach, Mensch. Aber ich glaube, ich nehme die Hose, weil ich bin mehr so für Hosen und die kosten auch nicht so viel. Die kosten nur 12.000 Karotten und die kosten nämlich 15.000 Karotten. Ich würde sagen, wir nehmen das so. Ich finde, das passt ganz gut dazu, oder? Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, ich würde sagen, machen jetzt mal hier alles kaufen, oder? Ach nee, wartet mal, wir wollten ja noch Zubehör. Hier gibt es noch so eine coole Brille. Oh, das sieht ja auch toll aus. Ach Mann, ich wollte aber eben nicht die ganzen Edelsteine jetzt ausgeben. Ach Mann, oh. Ach, das sieht irgendwie. Also, das sieht mit der Brille echt cool aus. Aber ich brauche nicht unbedingt die Brille. Ich hätte lieber ehrlich gesagt das hier. Ich finde das süß mit den Bäckchen hier. Ja, komm, dann nehmen wir doch das. Ich würde sagen, das kaufen wir jetzt so. Ja, genau sowas habe ich, suche ich bei Star Stable. Genau das, genau sowas. Na, dass man das eben dann alles sieht. Oh, perfekt, wir haben es. Wir haben es. Ich gehe mal zur Ranch. Oh, schaut mal, sieht das nicht toll aus? Ich finde, das hat was auch mit diesen roten Bäckchen hier, weil das mit dem Rosa. Und Rosa ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Und genau, durch das Blau haben wir eben dann einfach nochmal so ein bisschen,
Ja, nochmal irgendwie was, nochmal Abwechslung, genau. Ja, wie gesagt, Hosen sind mir irgendwie lieber als Kleider oder Röcke halt. Ja, so, jetzt gehen wir nochmal für das Pferd shoppen, weil das Pferd möchte ja auch schick sein. Gut, dann gucken wir mal hier bei, fangen wir mal an, bei Sattel vielleicht. Tja, da haben wir jetzt, wie viel Edelstein haben wir denn jetzt noch? Ach, wir haben noch 9600 Edelstein. Deine, ich glaube, wir. Ach, man bekommt hier tatsächlich Werte dazu. Ach, schaut mal, das, man bekommt hier Werte dazu. Ist mir noch gar nicht jetzt aufgefallen. Weil ich hatte ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon hier reingeguckt hatten, mal. Auch ich glaube schon. Und das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Da müssen wir gucken, dass wir hier gute Werte auch bekommen. Das ist mir zu pompös, ehrlich gesagt. Mal sehen, ob wir hier irgendwas finden, was zu unserem Outfit passt, was wir schon haben. Also das Rosane. Ist gar nicht so einfach, Mensch. Ja, ich, wie gesagt, ich bin nicht so dafür, wenn das alles zu krass ist. Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Das finde ich auch nicht verkehrt. Aber wie gesagt, ich mag es nicht so, wenn das alles zu krass ist. Ach, guckt mal, da hat es hier eine Möhre dran, um zu locken oder so. Keine Ahnung, damit es nach vorne rennt, glaube ich. Oh, das sieht schon geil aus, oder? Also, das sieht schon richtig krass aus. Also, es sieht schon richtig krass aus. Ja. Wir können. Ach so, wir haben ja. Ach, wir haben ja so viele Karotten. Da können wir auch eigentlich das Teuerste benutzen. Aber das ist dann wahrscheinlich auch das Pompöseste, was wir bekommen können. Ja, das. Also ich glaube, hier fällt die Entscheidung noch ein bisschen schwerer irgendwie. Weil ich einfach auch nicht weiß, was am besten hier dazu passt. Schade, dass man das jetzt hier natürlich nicht sortieren kann in Werte oder so. Aber wir schauen mal. Ja, ich möchte auf jeden Fall, dass es auch dazu passt. So, wir gucken jetzt mal. Ich klicke einfach mal kurz durch. Tja, was nehmen wir denn da mal? Oh, das ist gar nicht so einfach. Ich guck mal, was jetzt hier am teuersten. Weil das hat ja nämlich auch die meisten Werte. Das war doch, wo war denn das? Genau das hier. Das war das hier. Ich würde vielleicht sogar das hier nehmen. Das hat, ach so, das hat Agilität plus 7. Und die anderen. Oh, das hat ja noch mehr. Das hat Agilität plus 10 sogar. Das hat plus Agilität plus 8. Das ist teuer. Okay, das geht. Der Preis ist doch nicht nur dafür gedacht, wie die Werte sind, sondern wahrscheinlich eben auch, wie das hier so gearbeitet wurde und so. Ja. Tja, ihr Lieben, ich kann mich irgendwie nicht so richtig. Ich werde mir gerade nicht so richtig einig. Mir gefällt das hier eigentlich auch ganz gut, aber ich möchte. Schwierig. Okay, ich würde vielleicht das hier nehmen, weil es ist nicht, also es ist noch, es sieht, es ist schön aufwendig irgendwie, aber es ist auch nicht zu extrem so, wisst ihr? Ich würde auch gerne das hier vielleicht. Oh, okay. Warum ist denn das so schwierig? Ach Mann, was soll ich denn jetzt für ein Outfit nehmen fürs Pferd? So, okay, ihr Lieben. Also ich werde jetzt das hier nehmen, weil das ist mir nicht, weil ich finde das nicht süß, dass das hier vorne so schön bunt ist und so. Ja, ich mag das nicht, wenn das ganz so, wenn das so sehr extrem ist. Das hier würde jetzt auch noch gehen oder das hier, aber ich weiß nicht. Ich finde, dass das eventuell besser zu meinem Outfit passen könnte. Ich werde jetzt erstmal das hier nehmen. Das ist ja, das hat auch hier immerhin plus 5. Ja, 5 ja, Agilitätspunkte dazu. Das hat dann 7, aber so viel Unterschied ist das jetzt meiner Meinung nach auch nicht. Und es ist nicht ganz so teuer. Ja, so, ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal hier bei den Hufeisen. Da können wir, ach so, wartet mal, hat das hier einen Namen? Summer Festival Set. Hier, da gehören die dazu. Die Hufeisen, da werde ich die noch mit dazu nehmen. Ja, ich mag das halt, weil das eben auch nicht so extrem ist, ne? Weil hier sieht man noch ein bisschen was vom Pferd und es ist halt trotzdem irgendwie auch ein bisschen bunt und so. So, da haben wir hier noch ein Schild. Ich weiß aber jetzt nicht, wofür diese Schilde sind. Wartet mal, erhöht die Chance auf kritische Magie. Ach so, da müssen wir noch irgendein Schild hier nehmen, weil das dann für die Magie ganz gut ist. Summer Festival Set. Ach so, da gibt es auch so ein extra Set. Magieleiste füllt sich, während Magie gehalten wird. Nee, ich würde sagen, erhöht die Chance auf kritische Magie. Ich würde fast den hier könnte man vielleicht, na gut, oder der hier ist. Erhöht die Chance auf kritische Magie. Tja, das wäre eben das hier, aber da weiß ich jetzt nicht genau, wie das mit dem Halten ist. Kann man ja auch nochmal ändern, das ist jetzt nicht das Problem. Natürlich, ein Kissen mit Möhren dran. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir das hier. Wo war denn das? Entweder das hier, erhöht die Chance auf kritische Magie, oder das hier. Ich weiß nicht, was ist schöner. Passt beides irgendwie, weil von dem, hier haben wir das Rot mit drin und hier ist von dem Blau das mit drin. Aber ich würde fast sogar dieses hier nehmen. So, dann machen wir mal hier noch den Schutz dazu. Magieleiste füllt sich, während Magie gehalten wird. Das gehört dann wieder zu dem Set hier. Da würde ich.
Ach, schaut mal, so kann man es doch auch wunderbar gestalten irgendwie. Erhöht die Chance auf kritische Magie. Ja, das ist halt kritische Magie. Da würde ich vielleicht jetzt dann hier von dem das nehmen, weil da haben wir nämlich so einen Ausgleich von dem. Also wir haben ja hier einmal das mit dem Magieleiste füllt sich, während Magie gehalten wird, und das mit diesen kritischen Treffen. Da haben wir jetzt eben beide. Super, so haben wir jetzt eigentlich alles. Da haben wir jetzt einen Sattel, wir haben einen Schutz, Hufeisen und Schild. So, da würde ich das jetzt gerne mal so kaufen. Sehr cool. So, jetzt gehen wir mal zur Ranch und schauen mal, wie das wird. Oh, schaut mal, das sieht doch gut aus, oder? Es ist, ich mag das, wenn das so ein bisschen bunt auch ist, wenn das so ein bisschen Farben auch hat. Also ich find's cool. Ups. Ja, ich find's echt cool, ja. Also ich find's so cool, so cool. Ich find's cool. Ach Mensch, ihr wisst meine. So, okay, ich würde sagen, bevor ich hier noch weiter hier herumturne, ich hoffe, euch gefällt das Outfit. Also ich find's cool, vor allem auch die Haare und so. Ich mag das Outfit. Wie gesagt, ich arbeite auf diese Hose dahin, diese eine da. Und ja, und Röcke bin ich nicht so der Fan, deswegen habe ich die kurze Hose genommen. Das mag ich irgendwie viel lieber. So, okay, ihr Lieben, das war's an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ab morgen, je nachdem, wann ihr das schaut. Und bis, ihr Lieben. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was.